Uno con queso y jamón. With avocado. Avocado, sí. Yeah. Add it up. Johannes, Mittagessen ist soweit. Wir müssen los. Mittagessen? Sehr gut. Was hast du geholt? Vegan? Verschiedene Baguettes. Mega. Ich will jetzt essen. Voll gut. Alberto ist sogar schon auf dem Boot. Hoffentlich hat er jetzt auch Bock zum Boot fahren. Aber ich glaube, das wäre der erste Skipper, der keinen Bock hat zum Boot fahren. Should we go outside? Ja. Ja? Can you see me? Today? Yeah. So let's go out. Das erste Mal, dass wir rausfahren dürfen. Seit Montag dürfen wir rausfahren und das Wetter ist mega. Es ist gar nicht so stürmisch, keine Welle. Dann machen wir Mittagessen halt auf dem Meer. Genauso habe ich mir so eine Mittagspause vorgestellt. Wir sind jetzt hier auf der Say 29 Carbon. Ich zeige euch gleich mal jetzt hier das Boot. Wir sind einmal spontan rausgefahren. Das ist jetzt hier eine ganz private Insel. Das ist Tago Mago, so heißt die Insel. Die wird von einer Person bewohnt. Die hat eine Villa drauf, ein eigenes, ich schätze mal, eigene Elektronik und Abwassersystem. Direkt hier vor Santa Eulalia. Da fahren wir jetzt rum. Genießen ein bisschen den Mittag. Dieses Boot ist eines unserer kleinsten Charterboote. Perfekt für Paare oder für kleine Gruppen. Ich zeige euch mal ein bisschen was, wie das Boot so ausgestattet ist. Das hat ganz mutig die Drohne gefangen. Ja, dann müssen wir jetzt verarzten. Nicht nachmachen. Krass echt, wie das hier so ganz fies ist. Ja. Oh. Wir machen eigentlich nur ein Pflaster drauf, damit wir halt die helle Ausstattung nicht dreckig machen. Ich erzähle jetzt ein bisschen was über das Boot. Ich habe ja schließlich 3 Jahre für Say gearbeitet, rein als Brand Ambassador. Es ist ein Carbonboot. Das Boot wiegt insgesamt nur 1350 Kilogramm, hat 500 PS und ist aus komplettem Carbon und ist eben nach Leichtbau konzipiert. Also alleine, wenn man die Form des Bootes anschaut, ist sie nicht nur futuristisch, sondern einfach total super sinnvoll, weil wir keinen Verdränger haben und einfach so einfach durchs Wasser, ja, fast schon die Welle schneiden und damit einfach super wenig Kraftstoff brauchen. Deshalb sind in allen unseren Chartern immer die Kraftstoffkosten bereits schon inkludiert. Was machen wir mit den Booten? Natürlich sind wir Händler von Say Carbon Booten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Charter mit den Booten, aber auch, und das ist vor allem mein Geschäft, ist VIP-Ausflüge. Halle Experiences steht dafür, Menschen die Insel zu zeigen, wie sie es noch nie gesehen haben. Mit geheimen Buchten, den schönsten Restaurants, Beachclubs, die man vielleicht nicht in jedem Reiseführer findet, aber auch nicht nur auf dem Wasser, sondern auch auf dem Land. Das alles passiert bei Halle Experiences, da könnt ihr mal der Instagram-Seite folgen. Aber jetzt zeige ich euch mal weiterhin, was zum Beispiel diese 29 so an Bord mitbringt. Eine der Besonderheiten bei den Say-Booten ist die große Badeplattform, die vor allem halt eigentlich fast schon eine Linie bildet mit der Wasseroberfläche. Was super geil ist zum Rein- und Rausgehen, aber einfach auch zum Floaten oder mal die Füße ins Wasser hängen. Mache ich jetzt nicht, hab Socken an. Natürlich haben wir auch eine Badeplattform, die ist hier hinten integriert. Ehrlich gesagt braucht man ja eigentlich fast gar nicht. Bei Say Carbon geht es natürlich vor allem aber auch um Performance. Hier sieht man überall das Carbon und auch jetzt hier haben wir zum Beispiel den 430 PS Volvo Penta Motor. Und wenn man hier reinschaut, dann sieht man einfach ein Boot, wie es von einem deutschen Hersteller einfach gebaut ist. Alles super sauber verlegt und mit jedem Kunden, wo du die Haube aufmachst, der verliebt sich hier sofort. Hier sieht man vor allem eben auch mal, dass es alles handmade ist. Also das Ganze, diese Schale ist zum Beispiel aus Carbon. Hier liegen jetzt beispielsweise ja, die Bimini-Stangen. Ja. Bimini ist das Sonnendeck. Das wird dann beispielsweise hier in diese Öffnungen reingesteckt. Ja. Und dann kann man das ganze Boot überdachen und hat man eben auch Schatten am Tag. Hier haben wir dann die Dusche. Das ist natürlich auch super wichtig, wenn du natürlich aus dem Salzwasser rauskommst, dass du dich nur abwaschen kannst. Und funktioniert hier genauso wie an Land.
Es ist ja ein Sportboot und normalerweise ist alles, was mit Sport zu tun hat, super unbequem. Nicht bei diesen Booten, die sind super komfortabel und bieten jede Menge Stauraum. Beispielsweise jetzt auch hier unter der Sitzbank. Wenn du da genau hinschaust, da siehst du überall die Liebe zu Carbon, wie schön es verarbeitet ist. Natürlich haben wir auch einen Kühlschrank. Unter Deck haben wir zum einen den Stauraum, aber auch eine Schlafkajüte. Eine Toilette ist mit an Bord und das hier. Und das ist eigentlich super cool, so kannst du eigentlich noch auf dem Bug des Schiffes liegen und für Romantiker am Abend ankern vor Formentera, den Sternenhimmel anschauen, da liegt es nicht am Nachbarn. Natürlich kannst du auch von der Kajüte aus den Sternenhimmel anschauen. Hey, warte, darf ich dich gerade auf Lautsprecher machen? Wir filmen gerade einen Vlog. Ah ja, sehr gerne. Sehr gerne. Sie hat ja gesagt. Ich wollte einfach nur den Termin, ja? Ich wollte den Termin, die erfreuliche Nachricht überbringen, dass unser Termin heute um 15 Uhr stattfinden kann. Ja? Und wir uns die Villa in Jesus anschauen können, die 5-Schlafzimmer-Villa. Cool, Alenka, dann bis gleich. Tata, ich freue mich. Geil, ist jetzt mega, dass es geklappt hat. Ich hatte mit der Alenka im Kontakt. Sie ist eben ja, Immobilienmaklerin seit Jahren hier auf Ibiza. Sie verkauft und handelt mit Lux-Immobilien, aber macht eben auch die Vermietung von Villen, die man ja, als Besucher hier auf Ibiza dann mieten kann. Freunde von mir haben mich eben gefragt, ob ich mich mal umschauen kann für die. Denn wenn die dann so im August, September hierher kommen wollen, dann wollen die sich eine Villa mieten. Und jetzt haben wir den Termin. Schauen wir uns mal das an und wir nehmen euch mit. Gerade werden wir eigentlich wieder einmal erzählen, wer der Alberto eigentlich ist und dann beiße ich mein Brötchen rein. Alberto. Hi. Alberto ist eben der Skipper für die 29. Bei der 29, da ist es eben, weil es eben ein sehr kleines Boot ist, muss man die Privatsphäre des Kunden eben sehr schützen. Und wenn die Kunden dann zum Beispiel jetzt hier für sich allein sein wollen, dann verlässt er natürlich auch das Boot. Oder wenn die Kunden dann natürlich an einen Beachclub gehen, dann bleibt er da. Und er hat genau das richtige Händchen dafür. Den Mix zwischen den perfekten Plätzen. Und er ist ja hier auf Ibiza groß geworden. Also ich glaube, er kennt ja jeden Stein hier auf der Insel. Wir machen uns jetzt auf den Weg, fahren zurück und schauen uns die Villa an. Hier sind wir jetzt. Lassen uns jetzt diese Villa zeigen. Oben ist die Alenka. Hey, grüß dich. Lass uns mal die Villa zeigen und ich bin super gespannt. Ja. Hey, servus. Grüß dich. Hallo. Schön, dass Sie sind. Hallo. Ja, hallo. Auch. Hey. Und das ist Arnold. Ja. Der Schwarzenegger. Wir machen jetzt, ich hätte gerade eine Idee, Alenka, weißt du was? Bitte. Leute, wir machen jetzt hier einen Hardcut. Wir machen jetzt hier eine Roomtour, wir machen von dieser Villa, machen wir, weil das, was ich hier gerade sehe, da machen wir ein separates Video. Ja. Hey, wir machen eine richtige Roomtour, okay? Ja. so spontan, wie es geworden ist. Also jetzt hier ein Hardcut, das Video wird am Sonntag dann kommen. Und Leute, es wird echt geil. Also, ich erkläre es euch jetzt erst gar nicht. Das Video am Sonntag wird echt mega, wir haben eine mega Roomtour. Und es gibt eine kleine Überraschung, könnt ihr euch vielleicht schon denken, das ist aber Sonntag. Jetzt müssen wir umziehen. Wir brauchen jetzt noch für unser Toyboot am Samstag brauchen wir jetzt noch Wetsuits, also Neoprenanzüge etc. Und die besorgen uns jetzt. Ja, deine Idee, Thomas. Deine Idee. Sieht süß aus. Aber siehst du die Haare? Sag's dir, wenn du ein richtiges Sidespray hast. Und das zeigst du uns jetzt? Ja, ich guck mal in die Haare schon. Das ist super, ey. Ich habe früher immer ewig gebraucht. Aber seit ich dieses Sidespray habe, reinpummeln, fertig. Pass auf. Heute Morgen hatte ich ja Sidespray drin. Deshalb sind die jetzt noch so leicht lockig. Aber jetzt kommt der Hammer. Pass auf, du siehst es ja so. Ich habe so ein bisschen drauf. Na? Jetzt fasse ich da nur so rein. Guck mal, wie sich die Locken jetzt schon bilden. Ich kann dir nicht sagen, wie das funktioniert. Aber ich fummel das jetzt nur so rein. Das ist doch krass, weißt du, das Volumen und dann trotzdem diese Locken. Das hat echt so einen Surfer-Look. Und echt, Alter, ich schwör's dir, im Sommer musst du nur dieses Salzspray mitnehmen. An den Strand oder zum Boot und du hast immer gute Haare. Das ist doch krass. Ja. Steht. Hör ich öfter. Hey, nice Medien! Hey, nice Medien!
Hola, es Poco. Es como él. Él es un mountain bike, jet ski, ropa, t-shirts. Really? Yeah, he just cooks for everything. He just stickers for everything. Maybe he can do it for his boat. Hey, for my boat, I need everything. A lot of things. I have to show you. Ich habe ja diese Fahrräder bekomme ich noch. Is super. This is so crazy. Yeah. You have to drive one more time. For Ibiza, for Ren in the Harvard. Yeah. It's possible. And you can go to the the big boat every morning. Yeah. And I have the fastest boat. Really, three tons, 1,000 horsepower, completely carbon. Julian habe ich kennengelernt auf der Messe und er hat diese Flightboards. Flightboards sind wie Jetboards, die ich im Programm habe, aber das ist mit einem Foil, da hebst du so einen Meter ab, ja, Foilboard. Yeah, yeah. Maybe if you send me a video from that bike, I will show it directly show the here. Clip. Yeah. The flyboard. Show the clip now. Yeah, I used to be an acrobat for that. Loco total. And I'm a trainer for that. Loco total. So. Werden wir natürlich auch bei mir bei Hull Experiences anbieten, nur dass ihr mal seht, das entsteht alles gerade, aber die Insel ist ihm bisher gestanden und bald werden wir das euch alles zeigen und ich packe ein paar Clips mit Julian hier rein. Ja, yeah, welcome to Ibiza. Welcome. This is what we're doing. So great. Es ist so geil gerade, denn die ganzen Läden, die großen Läden haben leider zu, weil die die Auflagen nicht erfüllen. Und er bestellt es jetzt quasi alles online und hat es bis Samstag fertig, so Gott will natürlich. Und kann es hier sofort drucken. Oh, man. Okay, so maybe I'll see you in a bit. I've got to meet some friends and then I'll tell you, I'll send you a text where I am. Ew. Unglaublich. Also, weißt du, ich finde es schon alleine cool, dass hier so ein Weg runtergeht. Er geht da raus, ich gehe hier raus. Und ich habe hier gerade in so einer Garage endlich meine Lösung für meine Wetsuits, also für meine Neoprenanzüge. Geil.